Wir sind hier in der Nähe von Santa Fe und hier gibt es heiße Quellen. Die Geodaten schreibe ich euch unten mit rein ins Video. Und jetzt gehen wir dann erst einmal Pizza essen, weil irgendjemand Pizza hier gemacht hat und auch einige autarke Leute hier sind. Rino ist gerade zu Werke am Lagerfeuer. Im Vordergrund sieht man unseren Familienzugang. Mutti und Rino sind die Pyromanen vom Dienst. Hier haben Leute einen Lehmofen gebaut, um Pizza zu machen. Il y en a pas beaucoup des hommes. Il se fait emmerder par tous ses voisins et tout. Les mecs, carrément, ils vont lui labourer le champ qui est en toutes ses vignes pour pas qu'il puisse y aller en camion. On s'est retrouvé à devoir débarder à la brouette. Parce qu'il n'y a pas de tracteur qui peut y aller, rien quoi. Enfin, pas de camion. Il y a des cuves et tout, il y a des trucs pour. Là, le pire, c'est que le mec, en fait, il avait le droit d'avoir ramassé en gros 53 000 kilos. Et en fait, au total, il va avoir. And she's loving dogs. What's his name? Sophie. Sophie. She's, her name is Anna Sophie, but we called her. My name is Anne Sophie. Yeah? We have the same name. Ils appellent pas. Souvent quand ils sont chargés, les mecs ne vont pas. Wie man sieht, haben sich hier viele Leute versammelt und genießen hier einfach nur ein Zusammensein aller Nationalitäten oder aller möglichen Nationalitäten. Hier wird in einem Lehmofen Pizza gebacken. Und damit habe ich wieder was dazugelernt. Tu vois qu'il a une petite hache. Tu vois qu'il a une hache, Seg. C'est que t'as salé. Eh, John. Oui, il a une hache. Eh ben oui, mais tu me soutenais qu'il n'avait pas de hache. Non. Also, die Leute hier sind ausgerüstet mit Kettensägen, Generator und weiß Gott was alles. Ja, wie gesagt, hier wird gerade Pizza gebacken im Lehmofen. Und das sind genau die Plätze, die ich eigentlich suche, um eben auch mehr wieder in die autarke Szene einzutauchen.